Hier haben wir Rederecht gewährt gestern für Herrn Thorsten Kuhlke. Den darf ich nach vorne bitten. Sie kennen sich ja schon ein bisschen aus. 5 Minuten Redezeit. Danach steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnen Fraktionen Dissidenten mit Herrn Lichtiedern. Also, Herr Kuhlke, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Damen und Herren des Dresdner Stadtrates, vielen Dank, ich sage mal, dass Sie mir das Rederecht gewährt haben für ein Anliegen, was uns sehr bewegt, und zwar das Bürgerbegehren zum Neustädter Markt. Die Fragestellung unseres Bürgerbegehren, als Bürgerbegehren gestarteten Petition lautete, ich wiederhole das nochmal, sind Sie dafür, dass vom Königsufer Elbseite ausgehend die 2019 unter breiter Bürgerbeteiligung entstandenen Wettbewerbsergebnisse Stadtratsbeschluss V3266-19 verwirklicht werden, die sich am schönen städtebaulichen Zustand vor der Zerstörung orientieren. Ich darf noch mal an Folgendes erinnern. Im November 2016 haben Sie hier in diesem Hause den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan des Königsufers beschlossen. Und im Vorfeld des 2018-2019 durchgeführten Ideenwettbewerbes zum Neustädter Markt bzw. Königsufer haben Sie auch in diesem Hause die Aufgabenstellung und die Jury festgesetzt. Der Wettbewerb selber war in einem mit einer nie dagewesenen Bürgerbeteiligung durchgeführt. Sie erinnern sich, wir haben in der Messe in Halle 1, ich sage mal, die ganzen Arbeiten ausgestellt bekommen. Die Bürger durften vorher ihre Meinung dazu äußern und in der zweiten Phase ebenso im Stadtmuseum bzw. im Festsaal des Landhauses konnten die Bürger ebenfalls nochmal ihre Meinung dazu kundtun. Und im Februar 2019 hat dann die Jury den ersten Preis mit dem Büro Bernd Albers gekürt und mit dem zweiten Preis von Jordi und Keller. Diese waren dann im Baukulturzentrum in dieser Stadt ausgestellt eine Zeit lang und bei uns sind sie immer noch im Informationspavillon am Pirnaischen Platz zu sehen. Im Juli 2020 haben Sie hier in diesem Hause nach langer Diskussion und schwierigen Diskussionen beschlossen, diese Wettbewerbsergebnisse umzusetzen mit einigen Auflagen, mit einigen Einschränkungen, so zum Beispiel, sagen wir, dass der Neustädter Markt erst nicht bebaut wird, dass er zurückgestellt wird und dass der zweite Preisträger eine Rolle spielen soll in der Kleinteiligkeit der Bebauung. Im November 2020 haben wir dann eine Erklärung abgegeben in weiser Voraussicht, was da kommen könnte, und zwar erarbeitet von Professor Dr. Heinrich Magius, Professor Dr. Peter Stephan und Dr. Stefan Herzig. Und so kam es dann auch im Mai 2021, erfolgte die Unterschutzstellung des Neustädter Marktes und der angrenzenden Flächen durch das Landesamt für Denkmalpflege auf Antrag der unteren Denkmalpflege. Beide Ämter, muss man sagen, waren intensivst in allen Phasen des Wettbewerbes eingebunden. Die Denkmalpflege hat zu Recht diese hohe Machtfülle. Aber diese Unterschutzstellung nach so einem Wettbewerb, in dem sie selbst massiv beteiligt war, hat das Ansehen der sächsischen Denkmalpflege in der Bürgerschaft geschadet. Es sei erinnert, die Denkmalpflege kann nur so gut sein, wie sie von der Bürgerschaft getragen wird. Wir halten die Denkmalunterschutzstellung an dieser Stelle für einen Fehler. Es ist nicht gut für den Klimaschutz und auch nicht gut für die Finanzierbarkeit der großräumigen Sanierungen. Weitere Verzögerungen in der Sanierung werden folgen. Ich kann das hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen, aber ich stehe gern für ein Gespräch bereit. Es ist gut, dass die sächsische Denkmalpflege inzwischen signalisiert hat, dass sie kompromissbereit ist und dass sie dem Vorhaben nicht im Wege stehen will. 12.000 Unterschriften, über 12.000 Unterschriften sind nochmal ein deutlicher Rückenwind für ihren Stadtratsbeschluss von 2020 und die Umsetzung des Ideenwettbewerbes. Das ist also wesentlich mehr wie die 150 Unterschriften
die die Neustädter Freiheit für ebenso den Neustädter Markt sammeln konnte. Das Anliegen liegt nun wieder ganz in Ihrer Hand. Die Bürger hoffen, dass Sie im Sinne des von Ihnen beschlossenen Wettbewerbsergebnisses die Umsetzung vorwärts tragen und der Verwaltung natürlich in einer gewissen Art und Weise immer wieder auf die Finger schauen. Wir empfehlen Ihnen, die Beschlussfassung des Petitionsausschusses zu folgen. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnen Fraktionsdissidenten. Herr Lichting. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kulke. Ich habe natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass Sie jetzt hier diese Petition auch im Stadtrat gerne vertreten wollen, aber ich denke, es sind doch ein paar Dinge richtig zu stellen. Und Sie hatten ja am Sonnabend hier in diesem Saal diese schöne Veranstaltung durchgeführt und ich denke, da ist auch einiges geklärt worden, aber vielleicht gestatten Sie mir doch nochmal hier im Stadtrat dazu nochmal Stellung zu nehmen. Ihre Petition lautet, der Stadtrat möge doch den schönen Plan von 2019 endlich umsetzen. Ja, da hat er recht, da haben Sie recht, ja, das wollen wir auch gerne. Allerdings spielen Sie da ein bisschen mit falschen Karten, Herr Kulke, weil es ist ja allgemein bekannt, dass Sie diesen ersten Preis von Albers eigentlich nicht Ihre Vorzugslösung war, sondern der von Jordi, der also sozusagen eine, ich sage es mal so hart, pseudobarocke, nie dort gestanden habende Umrahmung des Goldenen Reiters bevorzugt hat, die auf den ersten Blick natürlich sehr interessant aussieht, womit Sie auch viele Menschen hier in Dresden begeistern können, die aber einen massiven Pferdefuß hat. Nicht nur allein deshalb, dass er nie dort gestanden hat, also das ist eine völlige Kopfgeburt, die nichts mit der Historie zu tun hat, aber vielmehr, dass sie natürlich mit den verkehrlichen Anforderungen am Neustädter Markt überhaupt nicht vereinbar ist. Das ist auch 2019 in dem Wettbewerb klar zum Ausdruck gekommen. Und Herr Kulke, ich denke, das wissen Sie auch. Sie haben dann, um dieses Problem zu umgehen, dann immer in die Öffentlichkeit mit großer, ja, mit großem Medienaufschlag, sage ich mal, schaffen Sie es dann immer, den Tunnel irgendwie ins Gespräch zu bringen, obwohl Sie ganz genau wissen, dass die Stadtverwaltung seit mindestens 15 Jahren, ich glaube dreimal mittlerweile geprüft hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, meines Erachtens völlig zu Recht, dass ein Tunnel völlig unvorstellbar ist. Nicht nur wegen der Kosten, sondern vor allem, weil Sie dann zwei Tunnelrampen haben, deren eine dann vorm Finanzministerium ist und die andere vorm japanischen Palais. Und das ist städtebaulich nicht vertretbar. Wir würden damit den Platz vor dem japanischen Palais aber wirklich massiv versauen. Und ich finde, das sollten wir unserer Stadt nicht antun. Landesdenkmalamt. Herr Kulke, ja, ich kann Ihren Ärger verstehen, dass das Landesdenkmalamt, ich sage es doch mal jetzt ganz klar, unter seinem neuen Präsidenten Alf Furkert, nach dem Wettbewerb dann praktisch wie Kai aus der Kiste kommt, wie aus dem Gebüsch springt und sagt, jetzt machen wir dort aber irgendwie einen Denkmalschutz. Ein Ensembleschutz des Neustädter Marktes. Von der Sache her ist es aber durchaus vertretbar und wir stehen auch zu dem Beschluss des Stadtrates, der gesagt hat, wir wollen vorerst um den Goldenen Reiter auf dem Neustädter Markt keine Bebauung haben. Und der Hintergrund ist ganz klar. Wir wollen den dortigen Anwohnerinnen und Anwohnern keine Bauten irgendwie vor die Nase setzen. Und im Übrigen ist es auch, wir haben es am Samstag auch erörtert, Beschlusslage des Stadtrates seit 2015, also schon vor dem Wettbewerb. Und übrigens eine Beschlusslage, ich glaube, von allen Fraktionen dieses Stadtrates getragen. Also aus meiner Sicht ist das Thema eigentlich weg. Der Baubürgermeister hat am Sonnabend gesagt, und ich weiß nicht, wer es war, das soll dann die nächste Generation entscheiden. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, es muss schneller vorangehen und ich finde es mehr als bedauerlich, sondern also, ich sag mal, also ein Schlag ins Gesicht des Stadtrates, dass die Stadtverwaltung diese Tiefgarage beim Bellevue, jetzt heißt Bilderberg, genehmigt hat und zwar dort genau an der Stelle, wo der Stadtrat sich bewusst für die Rekonstruktion von drei Barockhäusern entschieden hat und das auch genauso in die Aufgabenstellung eingeschrieben hat.
Und ich finde es ungeheuerlich, dass die Stadtverwaltung es einfach stillheimlich und leise genehmigt und wir dann, sage ich mal, wenn wir vor Ort gehen, dann sehen, dass da sowas passiert. Das, finde ich, ist ein Umgang im Stadtrat und der Öffentlichkeit, der ist nicht hinnehmbar, um es mal freundlich zu sagen. Der Baubürgermeister hat, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal Stellung nimmt, am Samstag angekündigt, dass er im Herbst diesen Bebauungsplan zwischen dem neuen Narrenhäusel und dem Finanzministerium in den Gremienlauf einbringt. Dort gibt es noch einige Probleme, insbesondere wie dann die Rückversetzung der Front dann tatsächlich weiter nach hinten fortgeführt wird. Mich überzeugt es nicht, dass dann die Lichthöfe kleiner werden sollen, sondern ich denke, man müsste dann die Häuser weiter nach hinten setzen. Und ja, ich denke mal, es geht voran. Es ist gut, wenn Sie Druck machen, machen Sie weiter Druck. Aber machen Sie bitte in der richtigen Richtung Druck, dass wir auch in die richtige Richtung vorwärts kommen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, dass ich, ja, da kann man wirklich Sektkorken knallen lassen, wenn sich Herr Lichtig schon mal für die Bedürfnisse des MIV einsetzt. Das ist wirklich mal was Besonderes. Da kann man auch seinen außenpolitischen Kurs mal drüber hinwegsehen. Wir behandeln heute die Petition, die sich mit der Gestaltung des Neustädter Marktes auseinandersetzt. Angesichts der Ereignisse der Vergangenheit ist diese Petition mit seinen über 12.000 Unterschriften ein erneutes und starkes Zeichen der Dresdner Bürgerschaft. Die Petition fordert, dass sich die zukünftige Bauleitplanung dieses Areals am städtebaulichen Zustand vor der Zerstörung Dresdens orientieren soll. Dieses Anliegen unterstützen wir voll und ganz. Wir werden daher dieser Petition heute auch unsere Zustimmung erteilen. Die Dresdner hatten bereits im Zuge des Wettbewerbsverfahrens bei der Auswahl der Siegerentwürfe genau diesen klaren Wunsch schon einmal formuliert. Der Stadtrat hat unter Berücksichtigung bestehender Gegebenheiten mit dem Beschluss von 2020 genau diesen Wunsch nochmals in einen Beschlusstext gepackt. Seither ist von Seiten der Stadtverwaltung wenig passiert. Stattdessen hat in der Zwischenzeit die Unterdenkmalschutzbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege weite Teile des beabsichtigten Plangebietes nun unter Denkmalschutz gestellt. Die Fläche des Neustädter Marktes stellt aus Sicht der Denkmalschützer ein erhaltenswertes Gartendenkmal dar. In Sachsen gibt es nur etwas über ein Dutzend Gartendenkmäler. Gartendenkmäler in Sachsen sind beispielsweise der Kirchhof der alten Kirche in Coswig aus dem 15. Jahrhundert, die Anlage an Dingningers Weinberg aus dem 17. Jahrhundert und der Brockhauspark aus dem 18. Jahrhundert. Nun gesellt sich ein weiteres bedeutendes Gartendenkmal dazu, die vierspurig asphaltierte Köpkestraße. Ein äußerst abenteuerlicher Vorgang, man könnte ihn auch als absurd bezeichnen. Wir erleben hier, wie eine kleine Minderheit sich über den Willen der Bürgerschaft hinwegsetzt, weil sie zufällig gerade auf den dafür benötigten Posten sitzt. Was 2017 mit dem Werkstattverfahren jeder Menge Engagement als Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung begann und deutschlandweit Beachtung fand, ist heute eher ein Paradebeispiel für Behördenwillkür. Das Landesamt für Denkmalpflege hat durch diesen Vorgang enorm an Reputation eingebüßt, Herr Kuhlke hat es bereits gesagt. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen wurde letztes Jahr das Denkmalschutzgesetz geändert, weil das zuständige Fachamt keine fachliche Rechtfertigung für die Unterschutzstellung von Nachkriegsbauwerken gesehen hat, obwohl dies oftmals der politische Wunsch war. Trotz der Mangelwirtschaft in der DDR und deren Auswirkungen auf die Bauwerke aus dieser Zeit scheint dasselbe Fachamt in Sachsen genau die gegenteilige Meinung zu vertreten. Wenn fachliche Einschätzungen also an unterschiedlichen Stellen in der Bundesrepublik derart beliebig getroffen werden, stellt sich die Frage, ob nicht auch in Sachsen die Entscheidung über die Aufnahme von Denkmälern zukünftig eher eine politische statt eine fachliche Entscheidung sein sollte. Also genau aus dem zu Nordrhein-Westfalen entgegengesetzten Motiv heraus sollte das gleiche Ergebnis angestrebt werden, nämlich die Änderung des sächsischen Denkmalschutzgesetzes. Wir als AfD-Fraktion werden uns bei der Gestaltung des Neustädter Marktes weiterhin für die Ansätze einsetzen, die von einer breiten bürgerschaftlichen Mehrheit bei dem Werkstattverfahren befürwortet wurden. An das Landesamt für Denkmalpflege möchte ich an dieser Stelle appellieren, sein eigenes Handeln nochmal kritisch zu hinterfragen und im weiteren Prozess bei der Bebauung des Königsufers und des Neustädter Marktes zukünftig eher konstruktiv statt destruktiv in Erscheinung zu treten. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kulka. Ja, wir reden jetzt innerhalb weniger Tage im gleichen Raum nochmal über das Thema. Ich bin dafür eigentlich sehr dankbar, weil ich habe noch ein paar Aspekte hinzuzufügen. Ich glaube, die sind wichtig, dass man sie auch öffentlich nochmal bespricht. Zunächst bin ich ein großer Fan von Bürgerbegehren. Wir haben ja selber mal für den Erhalt des UNESCO-Welterbes ein Bürgerbegehren gestartet. Das wurde dann kassiert von den Behörden, aus meiner Sicht unzulässig. Aber ich schätze immer das bürgerschaftliche Engagement. Ich schätze es sehr. Aber am Ende ist es so, der Staat entscheidet als souverän darüber, was passiert. Und wir haben sowohl entschieden, dass wir diesen Wettbewerb wollen für das Königsufer, weil Vorhabenträger gekommen sind und gesagt haben, wir wollen da in die Elbwiesen reinbauen. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht, sondern wir brauchen eine Planungsgrundlage. Herr Schmidt-Lamontin hat damals dieses Verfahren aufs Gleis gesetzt. Herr Kühn hat es weitergeführt und es wurde ja auch schon mehrfach sehr gelobt. Ich finde auch, es ist ein sehr gelungenes Wettbewerbsverfahren und wir sollten es jetzt im Nachhinein nicht schlecht reden. Ich will noch mal darauf hinweisen, auf diese Frage des Denkmalschutzes. Ich habe auch öffentlich gesagt, dass ich es nicht gut fand, dass der Denkmalschutz sozusagen nach dem Wettbewerbsverfahren sozusagen entschieden hat. Auf der anderen Seite muss man sich, und Herr Laczynski, so geht es eben nicht, dass man das dann zu Geschmacksfragen degradiert, schon einmal die Frage stellen, warum hat er denn dieses Ensemble unter Denkmalschutz gestellt? Da sagen Sie, das ist irgendeine behördliche Willkür oder politisch gesteuert. Ich will mal darauf hinweisen, das ist sozialer Wohnungsbau aus den 80er Jahren. Und für die DDR war das damals ein sehr wichtiges Vorhaben. Es war ein Vorhaben, was bis heute dafür sorgt, dass mitten in einer deutschen Großstadt Sozialwohnungen existieren. Ich halte das für sehr wichtig. Denn, wenn man das mal zu Ende denkt, der Ansatz zu sagen, das kann dort alles weg, bedeutet, wir bauen am Ende dort hochpreisigen Wohnungsbau, den wir zurzeit nicht mal vermieten. Ich finde es eine Stärke, dass Dresden sich das leistet. Sozialwohnung in bester Lage. Ich finde das eine Qualität. Und der gesamte Ensembleschutz, das hat Herr Furkert auch mehrfach gesagt, bedeutet eben nicht Veränderungssperre, auch wenn Sie es hier so darstellen, sondern es bedeutet die Unterschutzstellung dieses Ensembles. Und dazu gehört die städtebauliche Figur, dazu gehören die Brunnen, dazu gehört die Freifläche und dazu gehört natürlich nicht eine vierspurige Straße. Das wurde auch mehrfach gesagt. Sie stellen das hier wieder falsch dar. Denn es ist doch ein Unsinn zu sagen, dass der Denkmalschutz diesen vierspurigen Fahrstreifen dort erhalten will. Das ist doch vollkommener Quatsch. Und er hat auch gesagt, dass natürlich möglich ist, diese Gebäude dort, die dort stehen, von der Vonovia zu sanieren. Und die Vonovia braucht eben genau diese Sicherheit, die wir ihr mit dem Verfahren gegeben haben, die der Stadtrat auch beschlossen hat. Wir bauen eben nicht den Neustädter Markt. Jetzt kann die Vonovia auch sicher sein, dass sie diese Gebäude sanieren kann und dass sie eben nicht abgerissen werden. Auch das finde ich wichtig. Ich will noch mal einen Punkt ansprechen. Bei dem ganzen Verfahren haben wir, glaube ich, weil wir sehr schnell ins Baudenken gekommen sind oder auch in den Städtebau, die Frage nach der Nutzung übersehen. Wir sind an einem ganz zentralen, prominenten Ort. Und ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, das ist das zentrale Bauvorhaben, was uns die nächsten Jahre sichtbar für die Dresdner und auch für die Touristinnen beschäftigen wird. Und wir wissen bis heute nicht, welche Nutzung da rein soll. Wir wissen es nicht. Wir wissen, die Grundstücke gehören dem Land, die gehören dem Bund, die gehören der Stadt, nee, Bund glaube ich nicht, aber dem Land, der Stadt und Privaten. So, und jetzt müssen wir doch zunächst erst mal überlegen, was wollen wir dort für Nutzung reinbringen. Und ich glaube, diese Diskussion, auch Herr Oberbürgermeister, die müssen wir führen. Denn wir müssen doch dort sagen, was wir für öffentliche Nutzung dort wollen. Zum Beispiel ist die Sächsische Akademie der Künste damals, was ich nicht so günstig fand, aus dem Blockhaus rausgedrängt worden, auf den Palaisplatz. Die sind damit nicht zufrieden. Das war eine super Institution. Die Sächsische Akademie der Künste macht ein ganz hervorragendes Öffentlichkeitsprogramm. Sie machen tolle Veranstaltungen. Sie haben großes Interesse, an diesen Platz dort zu gehen. Das muss man aber klären, das muss man diskutieren, sowohl mit dem Freistaat. Und auch die Stadt Dresden muss definieren, was sie dort für Nutzung will. Da gibt es eine Menge Vorschläge. Und diese Diskussion, die müssen wir als Stadt jetzt anleiern. Da muss der OB in die Hand nehmen, das muss Frau Klepsch und Herr Kühn gemeinsam organisieren mit den Leuten, die dort Grundstücke haben. Und wenn wir wissen, was wir dort wollen, dann machen wir den nächsten Schritt und reden über die Bebauung. Ich glaube, dass wir jetzt dort gut ins Verfahren kommen. Baubürgermeister Kühn hat angekündigt, wie das Verfahren sein wird. Wir werden zunächst sprechen über diese Häuser direkt neben dem Bellevue. Da ist der Stadtrat einig, 3 Rekonstruktionen. Dann hat der Stadtrat beschlossen, soll das Nannenhäusel kommen. Auch das wird sozusagen vorbereitet. Dann reden wir über das Königsufer, die Bebauung. Und dann reden wir natürlich über den Verkehr. Und dann wird es hier spannend. Wer nämlich weiter erzählt, dass dort ein Tunnel hinkommt, der weiß offensichtlich nicht, was das finanziell bedeutet.
der weiß auch, dass wir so den Verkehr dort nicht wegkriegen, außer wir gehen das Riesenrisiko ein, dass wir am Ende dort eine Investruine stehen haben. Ich sage, das ist eine klare verkehrspolitische Entscheidung und dann müssen Sie sich ehrlich machen. Sind Sie bereit, dort zwei Spuren wegzunehmen? Ja oder nein? Und dann reden wir weiter über den Neustädter Markt. Ich glaube, das wird am Ende eine große Erfolgsgeschichte. Vielen Dank. So, wird CDU das Wort gewünscht? Herr Schmidt, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ganz kurz nur ein paar Worte von mir. Es ist vieles schon gesagt worden, ich will das gar nicht alles wiederholen. Ich würde allerdings an der Stelle auch noch mal die Gelegenheit nutzen wollen, Herrn Kulke und der Gesellschaft Historischer Neumarkt für die Initiative zu danken. 12.000 Unterschriften ist natürlich nicht das, was Sie ursprünglich erreichen wollten. Sie hatten sich 25.000 vorgenommen, 12.000 haben Sie nur in Anführungsstrichen bekommen, aber Sie haben es selbst gerade schon gesagt, die Initiative Neustädter Freiheit ist an diese Zahlen bei Weitem nie rangekommen mit Ihren Initiativen. Und insofern danke für das Engagement, was Sie seit Jahren, also Jahrzehnten in dieser Stadt unter Beweis stellen. Zum Vorgang. Es ist schon erwähnt worden, wir haben nach dem Wettbewerbsverfahren 2020 den Stadtratsbeschluss gefasst, nach einer relativ intensiven Debatte. Wir haben über ein halbes Jahr im Bauausschuss uns gestritten und verständigt, wie wir am Ende eine gemeinsame Lösung finden, um die verschiedenen Interessen zusammenzuführen. Am Ende ist ein Stadtratsbeschluss entstanden, der natürlich ein klassischer Kompromiss ist. Das ist bei der Breite, die wir am Ende erzielen wollten, auch gar nicht anders möglich. Und da sind eine ganze Menge Wünsche drin gewesen, Prüfaufträge von uns. Kollege Lichti hat gerade das Thema Tunnel angesprochen. Von uns zum Beispiel das Thema Verkehrslösung mit dem Tunnel. Das soll geprüft werden. Aber ich will an dieser Stelle eins sagen, weil immer wieder, es gab ja schon auch entsprechend vom Bürgermeister die entsprechenden Untersuchungen, die uns vorgelegt wurden, dass das mit dem Tunnel so nie funktioniert oder funktionieren soll. Es steht aber nirgendwo geschrieben, weil immer wieder behauptet wird, ein Tunnel Mundloch vorm Palaisplatz, vorm japanischen Palais. Niemand hat gesagt, dass das Tunnel Mundloch vorm japanischen Palais sein muss. Es ist offen gelassen worden, das Tunnel Mundloch kann auch ein Stück weiter hinten in der Robert-Blum-Straße. Es gibt Möglichkeiten, das muss man prüfen. Es ist nie geprüft worden, es steht aber nirgendwo. Es hat nie irgendjemand den Auftrag erteilt, vorm Palais soll ein Tunnel Mundloch hochkommen. Auch das ist offen gelassen. Das kann man ja prüfen. Wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass das in Varianten geprüft wird. Ich glaube, das Thema ist grundsätzlich aus meiner Sicht zumindest jetzt erstmal abgehakt. Ich glaube, da werden wir nicht mehr viel. Ist jetzt egal. Da sind wir durch an dem Thema. Was ich aber tatsächlich auch nochmal sagen will zum Thema Denkmalschutz. Es ist ärgerlich, wie es gekommen ist, dass der Denkmalschutz nach dem Stadtratsbeschluss kam. Man hätte das alles vorher klären können. Ich stelle den aber nie in Frage, weil es ist aus meiner Sicht keine Entscheidung, die wir irgendwie in Frage stellen können und sollen. Der Denkmalschutz hat es entschieden. Es wäre natürlich schön, wenn es anders wäre. Vielleicht überlegt man es auch nochmal. Ich bin frohe Hoffnung, dass der Denkmalschutz jetzt im Verfahren weiter dabei ist und entsprechend wir das Ganze auch vernünftig lösen können. Was allerdings ärgerlich ist, wir haben letztes Jahr im September eine Begehung vor Ort gehabt. Und wir warten immer noch auf den Bebauungsplan. Nachdem wir im September die Begehung hatten, haben wir ganz klar signalisiert, wo wir hinwollen als Stadtrat. Und der Bebauungsplan liegt uns noch nie vor. Es ist jetzt am Wochenende, Herr Löser hat gerade auf die Veranstaltung hingewiesen, vom Bürgermeister angekündigt worden, dass die Vorlage im Herbst kommt. Ich wäre dem Bürgermeister dankbar, wenn er an dieser Stelle noch mal ganz kurz auch öffentlich erklärt, was die Inhalte des Bebauungsplans sein werden, damit das hier auch noch mal in der Debatte mit dargestellt ist. Und ansonsten, was die Petition angeht, werden wir heute dem Votum des Petitionsausschusses zustimmen und der Petition damit zumindest in Teilen abhelfen. Und damit alles gesagt. Danke. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Herr Wirz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, wir wollen am Neustädter Markt eins eigentlich fortsetzen, was sich seit 2017 bewährt hat, nämlich dass dieser Stadtrat diesen Prozess führt. Es war das erste Mal, ich glaube auch bundesweit, dass ein Stadtrat einer Verwaltung ein Verfahren eigentlich aus der Hand genommen hat, selber die Wettbewerbsaufgabenstellung verändert hat. Das hat zuerst bei einer Minderheit im Stadtrat zu großen Protesten geführt, aber als dann die
Wettbewerbsaufgabenstellung zur Entscheidung stand, ist sie einstimmig angenommen worden. Das bestätigt eigentlich dieses Verfahren, auch der Wettbewerb und das Ergebnis bestätigt das. Jetzt haben wir ein Wettbewerbsergebnis, was allgemein Anerkennung gefunden hat. Wir haben sogar zwei Preisträger, die einfließen sollen. Wir haben nochmal einen Stadtratsbeschluss gefasst, der das nochmal bestätigt hat und präzisiert hat. Wir haben jetzt eine Petition, die das nochmal bestätigt. Also es ist ja wunderbar, diese Einigkeit, dass es alles in eine Richtung geht. Und jetzt müssen wir mal sehen, wenn ein städtischer Platz so eine Aufmerksamkeit erfährt in der Gesellschaft, in der Politik, dann ist es eigentlich logisch, dass er unter Denkmalschutz gestellt wird. Das ist eine klare Konsequenz dieses Wettbewerbsergebnisses, weil das Maßstäbe und Anforderungen an die Qualitäten setzt, die wir jetzt zu liefern haben, auch in diesem Bebauungsplan. Denn so wie es am Neustädter Markt gelaufen ist, konnte es nicht weitergehen. Teilweise wurden Fassaden überarbeitet, teilweise blieben sie, wie sie sind. Die Überarbeitungen haben nicht unbedingt Gefallen gefunden. Dann gab es aus der Verwaltung raus im Rahmenplan für die innere Neustadt den Gedanken, das gesamte Gebiet zu überformen und alle Bauten abzureißen. Also die hohen Wohnhäuser auf der Sarasani-Straße, den Neustädter Markt, insgesamt die Plattenbauten. Und damals hat im Bauausschuss einstimmig über alle Fraktionen hinweg gesagt, so kann es nicht gehen, das sind Wohnungen und wir können uns nicht mehr leisten, in dieser Stadt funktionierende Wohnungen wegzureißen. Es war ein einstimmiger Beschluss, dass dieser Rahmenplan nicht bestätigt worden ist. Insofern machen wir in der Kontinuität weiter und es gab auch um den Wettbewerberin einen Kompromiss. Es gab den Kompromiss, dass die Südseite des Neustädter Marktes kleinteilig gefasst wird, auch mit durchaus zu diskutierenden Rekonstruktionen, wo der Platz ist. Und es gab aber auch dann den Respekt vor den Leistungen der Nachkriegsmoderne, der Ostmoderne, die eben auch diesen Gebäuden eine Perspektive und eine Zukunft gegeben hat. Und da ist eigentlich der Denkmalschutz das richtige Instrument, hier für die Entwicklung auch eine Leitschiene zu geben. Es ist schon gesagt worden, der Denkmalschutz ist keine Veränderungssperre. Der Denkmalschutz bedeutet nicht, dass das Wettbewerbsergebnis nicht umgesetzt werden kann. Wir werden hier verhandeln und werden auch, ich habe bisher auch noch nicht gehört, dass der Denkmalschutz hier eine negative Stellungnahme abgegeben hätte. Insofern kann ich jetzt nicht verstehen, warum ich den Denkmalschutz hier als Verhinderung definiere. Das hat er bisher nicht gesagt. Und ich kann nur eins aus meiner beruflichen Praxis sagen, in denkmalgeschützten Gebäuden, dass es schwieriger wird, denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren, sie auch modern zu ergänzen, aber dass im Ergebnis der Mehraufwand in der Qualität eben auch einen Sprung verursacht. Insofern sollten wir auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege, mit der städtischen Denkmalpflege weiter konstruktiv arbeiten und sie einbeziehen und uns auch hier im Prinzip nicht verweigern. Wir werden weiter Geduld brauchen. Es gibt ganz viele Interessengruppen, deren Interessen unter einen Hut zu bringen sind. Da gibt es die Initiative Neustädter Freiheit, die Gesellschaft Historischer Neumarkt. Das ist alles bürgerschaftliches Engagement. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir zu guten Kompromissen finden, dass wir Interessen vereinigen können, miteinander vereinbaren können, dass wir am Ende auch am Neustädter Markt eben in diesem ganzen Prozess auch aus der fachlichen Begleitung von Professor Will und Langner von Hatzfeld, dass wir da zu einem wunderbaren Ergebnis kommen werden, wenn wir Geduld miteinander haben und wenn wir hier im Prinzip konstruktiv weiterarbeiten. Auf diesen Prozess freue ich mich und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stimmen auch dieser Petition gerne zu. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was das weitere Prozedere anbelangt, was da wünschenswert wäre, da hat Herr Würz, glaube ich, jetzt gerade alles gesagt. Das will ich an dieser Stelle auch nicht wiederholen. Ich würde mich nochmal auf zwei Aspekte, die nochmal beschränken wollen. Zum einen zu dieser jetzt hier ja schon aufgeworfenen Tunnelthematik. Man kann ja auch über alles diskutieren. Es ist ja durchaus auch als Prüfauftrag damals in diesem Stadtratsbeschluss verankert gewesen. Aber wenn man der Einschätzung der Verwaltung nicht Glauben schenkt, dann erwarte ich doch zumindest irgendwie mal einen Ideenansatz, wie es denn ausschauen könnte und wo genau.
Und den konnte ich bisher auch von Ihrer Seite nirgends erkennen. Weil wenn Sie jetzt ernsthaft vorschlagen, eine Tunnelrampe in der Robert-Blum-Straße, dann müssen Sie auch die Frage beantworten, wie wird denn dann eigentlich der Verkehr abgewickelt, der derzeit von der Marienbrücke kommt, über die kleine Marienbrücke fährt, rechts Richtung Neustädter Markt. Oder der Verkehr, der von der Hainstraße kommt, das ist sogar die Hauptverkehrsrichtung, dann links abbiegt Richtung Palais-Platz und dann Richtung Neustädter Markt. Wie wollen Sie den dann einbinden, wenn die Tunnelrampe in der Robert-Blum-Straße ist? Es funktioniert einfach nicht. Und dann zeigen Sie uns doch einfach mal, wo Sie eine mindestens 100 Meter lange Rampe, wir haben ja ein paar Beispiele, Bramstunnel oder Tunnel am Hauptbahnhof, wo Sie die ganz konkret unterbringen wollen. Und dann können wir darüber reden, ob das städtebaulich verträglich ist und wie viel das eigentlich kostet und ob das verkehrlich wünschenswert ist. Aber es hat immer den Charakter einer Illusion, dass Sie hier etwas an die Wand malen, was es in der Realität einfach nicht gibt. Und da erwarte ich einfach wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit und konkrete Standortideen. Und dann können wir auch im Ausschuss darüber diskutieren und auch abwägen, was da geht und was da nicht geht. Und zum zweiten Aspekt, den ich gerne noch aufwerfen würde, und das ist eher eine Frage an den Baubürgermeister, in der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses, die wir im Grundsatz auch vernünftig finden, wird ja sehr stark Bezug genommen auf den Rahmenplan 715-2 Innere Neustadt, der damals im Januar 2016 vom Stadtrat beschlossen wurde. Und in diesem Beschluss werden ja auch Aussagen getroffen, zum Beispiel zur Bebauungskante zwischen Bellevue und Finanzministerium, die sich an der Wortlaut historisch geschlossenen Bebauung orientieren soll, also die Bebauungskante. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den weiteren Planungsprozess? Hat das irgendwelche Veränderungen zur Folge oder bestätigt das das, was Sie ohnehin die ganze Zeit planen? FDP wird das Wort gewünscht. Nein. Freie Wähler, Freie Bürger wird das Wort gewünscht. Nein, sieht nicht so aus. So. Damit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Dann haben wir Herrn Böhm noch mit Wortmeldung und dann die Fragen an den Baubürgermeister. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist ja hier viel über Verkehr gesprochen worden. Ich bin ja mal gespannt, wie sich alle Befürworter für weniger Verkehr auf der Großen Meißner Straße, für eine Verschmälerung, für eine Verkehrsberuhigung, und die auch gegen die Tunnellösung sind, wie sie sich denn alle dann am Ende des heutigen Tages hoffentlich zu unserem Eilantrag verhalten, wo wir uns des Themas Westumfahrung in Kotter widmen wollen. Weil wer weniger Verkehr auf der Großen Meißner haben will, wo jetzt der meiste Verkehr lang geht, der muss die Westumfahrung leistungsfähig machen und dort jetzt nicht durch eine Busspur einen Dauerstau fabrizieren, der dazu führt, dass der Verkehr zukünftig noch viel mehr durch die Innenstadt geht. Liebe Grüne, liebe Dissidenten, entscheidet euch, was ihr wollt. So, bevor schnell wieder jemand mit Wortmeldung kommt, Herr Kühn. Ja, wie vor knapp einer Woche, also am Samstag bei der Veranstaltung des historischen Neumarkts, schon angekündigt, wird sie im vierten Quartal, also sozusagen nach den Sommerferien, zwei Vorlagen erreichen. Das eine ist die Vorlage zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Entwurf des Bebauungsplans 3018. Und da markieren wir den Bereich zwischen Hotel Bilderberg und Blockhaus. Und auf der anderen Seite der Augustusbrückenrampe dann den Bereich sozusagen Narrenhäusel bis zum Finanzministerium, dort wo auch der Wohnmobilstellplatz sich befindet. Das heißt, wir werden im Detail dann über den Inhalt dessen, was in die Offenlage geht, sprechen. Und Maßgabe ist natürlich das Wettbewerbsergebnis. Das steht außer Frage. Es gibt, wie ich auch damals schon hier in dem Saal gesagt habe, Modifizierungen, weil zum einen auch aus stadtklimatischen Gesichtspunkten, nicht nur aus Denkmalgesichtspunkten, die Baumallee oder die Baumreihe auf der Köpkestraße halten werden soll und weil wir natürlich auch insgesamt am Königsufer versuchen wollen,
den hochwertigen Baumbestand sozusagen nicht gänzlich zu negieren, also dort einfach auf den Baumbestand zum Beispiel entsprechend zu reagieren. Herr Engel hat ja nochmal gefragt, wie lösen wir die städtebauliche Situation also zwischen Hotel Bilderberg und Blockhaus, wo sich dann diese Tiefgaragenzufahrt befindet für das Hotel. Dort werden wir, zumindest ist jetzt Stand der Abstimmung, so habe ich es auch am Samstag gesagt, vorschlagen, an das Hotel dran zu bauen, mit einer Lösung einer Fuge. Wer die Abfolge des Hotel Bilderbergs kennt, weiß ja, dass da auch so ein Bürgerhaus integriert ist. Also das heißt, man kann dort mit einer Fuge tatsächlich auch eine gute städtebauliche Lösung erzielen, weil ein Abstand zwischen der künftigen Bebauung und Hotel Bilderberg führt jetzt nicht zu einer anderen städtebaulichen Situation. Also man kann nicht von dort sozusagen einen freien Blick auf die andere Elbseite gelangen. Und außerdem wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass das Blockhaus als Solitär weiterhin als Solitär wirkt und jetzt nicht die Neubebauung sozusagen dort in Konkurrenz tritt an der Stelle. Und ich denke, es war auch gut, dass wir gemeinsam mit dem Bauausschuss im September vergangenen Jahres vor Ort waren und uns auch nochmal die künftige Bebauung mit Hubsteigern auch von der Höhenentwicklung mal angeschaut haben. Die zweite Vorlage ist dann die sich mit der künftigen Verkehrslösung auseinandersetzt. Die auf die Prüfaufträge wurde ja hier schon hingewiesen. Es ist ja Ziel, mit der Realisierung des äußeren Stadtrings West, dem Lückenschluss, der da noch notwendig ist, den es heute nicht gibt, die Bundesstraße aus dem Zentrum rauszuverlegen. Zum einen und zum anderen eben, und auch das ist mit dem Landesamt für Denkmalpflege auch besprochen und abgestimmt, dort entweder auf eine Boulevard- oder eine Promenadenlösung zu gehen, also mit einer reduzierten Straßenquerschnitt, damit dieser Stadtraum, Königsufer, Neustädter Markt, also nicht mehr durch diese Straßenraum in der Dimension zerschnitten wird. Die Promenadenlösung würde bedeuten, müsste die Straßenbahngleise verschieben. Bei der Boulevardlösung könnten diese bleiben. Das heißt, es wird eine Auseinandersetzung damit geben und in der Vorlage wird natürlich auch nochmal vertieft auf die Frage der Tunnellösung eingegangen. Ich will mal noch sagen, dass wir in den nächsten Jahren, und da sind wir gerade in den Planungen, die technische Überholung des Tunnels Wiener Platz vornehmen. Da muss die gesamte Tunneltechnik und Beleuchtung und alles sowas erneuert werden. Jetziger Kostenpunkt, Schätzung sind ungefähr 13 Millionen Euro. Und dann haben wir ja auch noch den Brahms-Tunnel, wo das dann als nächstes ansteht. Insofern vielleicht mal zu der Frage, jedenfalls jenseits der städtebaulichen Verträglichkeit einer Tunnellösung, wenn man auf die Frage guckt, was kostet eigentlich dann so eine Lösung. Insofern werden wir Ihnen eine ebenerdige Querung vorschlagen, die eben auch mit dem Landesamt soweit auch besprochen ist. So, damit ist die Rednerliste abgearbeitet, eure Fragen nochmal beantwortet. Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschussbericht war einstimmig gewesen. Und wer diesen einstimmigen federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, keine Nein, 4 Enthaltungen, damit so beschlossen. Bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist 43, höhere Wassertemperaturen in Dresdner Bädern. Einreicher ist